Guten Morgen, wieder aus meiner Werkstatt. Ja, was machen wir heute? Heute möchte ich euch gerne zeigen, ich habe ja die Treppe gebaut. Wer mich bei Instagram verfolgt, hat das Bild von der Treppe gesehen. Und da muss jetzt oben noch ein Brüstungsgeländer drum. Und heute geht es also um den Bau eines Brüstungsgeländers. Das kann natürlich so sein wie an einer Treppe oder ein Brüstungsgeländer für draußen an der, am Balkon oder so. Man muss halt da nur die Dimensionen ein wenig anpassen, damit es halt natürlich dann auch passt. Ja, wie gesagt, heute geht es ums Brüstungsgeländer der Esche-Treppe, die ich gebaut habe. Und da möchte ich euch gerne mal aufmalen und zeigen, wie ich, muss man wieder dazu sagen, wie ich ein Brüstungsgeländer baue. Es gibt viele Arten, Brüstungsgeländer zu bauen, aber so mache ich es halt, weil ich es so für am besten finde. Ja, wir gehen wieder zu meiner Ich-Erklär-Bär-Tafel. Einen Moment, ich stelle euch mal rum. Ja, könnt ihr es sehen? Ja, schön. Das ist echt praktisch mit dieser einfachen 0815-Platte. So, okay. Brüstungsgeländer heißt, es geht um ein Geländer, was oben also das Loch sichert, wo die Treppe hochkommt. Brüstungsgeländer halt. Wir haben also hier die Decke. So, hier ist die Decke, ein bisschen hoch. Machen wir noch ein bisschen tiefer, ihr könnt das gar nicht sehen. So, und zwar hier. Hier haben wir jetzt die Betondecke oder in meinem Fall ist es eine Balkendecke. So ist sie. Und hier kommt jetzt quasi die Treppe rauf. So, und landet dann da oben in dem Loch. So, egal. Wie bauen wir das Brüstungsgeländer? In der Regel muss der Tischler dieses Loch mit verkleiden, weil es einfach nicht schön aussieht. Entweder ist das einfach nur so ein normaler Baubalken, der hier liegt, oder wir haben hier eine Betonkante, die kann natürlich so nicht bleiben. Also gehört es mit zum Tischler, der die Treppe baut, die Aufgabe, dieses mit zu verkleiden. Das heißt, wir müssen hier unten erstmal eine Leiste anbringen, eine Verkleidungsleiste, die wird so aussehen. Steht ein ganz bisschen über, ist jetzt ein bisschen übertrieben gemalt natürlich. So. Könnt ihr das überhaupt sehen von da? Ich hole euch mal näher ran. So. Da ist die Leiste, da könnt ihr sie sehen. Und sie hat eine kleine Nut. Ja, ich weiß noch nicht, wie breit ich die mache, aber es wird so 4,5 werden, so also 45 bis 50 mm und hoch so 15 mm. Ja? Sie soll ja nicht so eine richtige, dicke, wuchtige Leiste sein. Man guckt ja nachher von unten drauf und dann soll man von unten sauberen Rahmen sehen können. Dieser kleine Schlitz ist also dafür da, für die Verkleidung, die hier dann davor stehen soll. Das ist in diesem Fall eine mitteldicke Faserplatte in Weiß, ja, MDF auf gut Deutsch. Die liegt dann hier auf dieser Nut auf und kann also nicht nach unten wegfallen. Oben machen wir im Prinzip dasselbe wie hier unten. Auch hier kommt wieder eine kleine Leiste drüber, die auch so eine Nut hat. Und die jetzt von oben reingreift. So. Somit haben wir das Problem von der Sicht von da drauf auf die Betonkante schon mal abgedeckt mit der weißen Platte. Jetzt muss hier oben aber ja noch das Geländer drauf. Ich stelle euch mal ein bisschen höher. So. Jetzt müssen hier ja irgendwie die Stäbe drauf oder was auch immer dahin soll. Und die müssen wir hier jetzt irgendwie anbringen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Stab. In welcher Hinsicht auch immer. Ich zeige euch nachher, was es für einer werden wird. So, den kann ich jetzt ohne Probleme von hier unten durchschrauben. Ja? Oder dübeln, wenn ich sehr viel Lust habe. So sieht's aus. Und jetzt muss hier oben noch der Handlauf drauf. Und der Handlauf, ja, das muss ich euch ein bisschen größer malen. Also, wir reden jetzt von dem Handlauf. Hier kommt der Stab an. Da ist er. Der kommt auf ein ganz kleines Brett geschraubt, oder mehr eine Leiste, kann man sagen. So sieht die Leiste aus. So. Die ist vielleicht 5 mm dick. Mehr ist das nicht. 5 mm. Mehr braucht das auch nicht. Oder 8 mm von mir aus. Und diese greift jetzt wieder in meinen normalen Handlauf rein. Ich weiß noch nicht, wie ich den mache. Entweder so rund, irgendwie so. So, und die muss ich in den Handlauf einlassen. Er ist natürlich nicht. Seht schon. So ist mein Prinzip. Jetzt kann ich von hier schrauben oder wieder dübeln und leime nachher diese Leiste fest in den Handlauf rein. So sieht man nachher keine Schrauben.
So mache ich das immer und ihr werdet es ja auch gleich live sehen, nur damit ihr eben so kurz ein bisschen einen Überblick habt, wie es werden soll. Ja, das ist mein Plan für das Brüstungsgeländer. Moment. Ich habe ja alles hier irgendwo mal als Muster stehen. Und zwar habe ich dieses Projekt nie zu Ende geführt. Ich wollte mir ein Brett machen, wo ich, man sieht, steht schon ein bisschen länger, wo ich mir so Musterklötze draufklebe, wie ich was mache. So meine ich. Das ist jetzt unser Handlauf. Hier hat er jetzt noch eine kleine Nut mit drin, so eine Fingernut. Und da seht ihr diese kleine Auskerbung. Und in diese Auskerbung passt halt natürlich ganz genau eine Leiste rein, an dem wird dann der Stab befestigt. So soll das Ganze aussehen. Bloß das hier wird ohne Schnörkelei, es wird einfach ein gerader Handlauf mit Ecken abgerundet, fertig. Ja, da seht ihr halt die Leiste, die ich gerade meinte. Die kann ich rausnehmen, kann jetzt hier in Ruhe mein Geländer zusammenschrauben mit der Leiste von unten, dann hier oben und dann leime ich die einfach hier drauf und man sieht nachher keine hässlichen Schrauben. Und ich habe es halt einfach leichter. Ich muss dann nicht irgendwie verdeckt dübeln und alles so machen, dass man es nicht sieht. Ich kann es ganz einfach schrauben. Ja, so ist halt Tischlerei denken. Wir haben keine Zeit, es kostet Geld. Und daher kann ich jetzt nicht hier so eine Bastelaktion machen für Dinge, die ich selber mache. Habe ich Zeit und das kostet ja nur meine Zeit, die ich hier stehe. Und das macht man ja für sich gerne. Aber es ist für Kunden und man möchte jede Stunde natürlich auch gerne bezahlt bekommen, die man mit dem Projekt zu tun hat und somit ist da natürlich jede Stunde, die man spart, gut für den Kunden und auch gut für mich. Warum? Ich kann dann schnell das nächste Projekt anfangen. Und darum mache ich das so. Ich glaube, es machen viele so. Es kann natürlich auch, man kann natürlich auch das hier jetzt wirklich eingeschlossenes ein Stück Holz nehmen und ich dübel das da auch rein. Das kann ich auch. Ja, so soll es werden. Was für Stäbe kommen da rein, zeige ich euch. Einen Moment. Ich habe hier so einen Musterkoffer. Ich hole euch mal ein bisschen ran, den ich immer mitnehme, wenn ich zum Kunden gehe. Man muss ja ein bisschen was zeigen können. So, was habe ich hier? So wird der Handlauf aussehen. Das wird der Handlauf werden, den wir machen. Natürlich jetzt ist es anderes Holz. Das ist hier Antolia. So ein Eichenersatzholz, möchte ich sagen. Es ist nicht so hart wie Eiche und nicht so gut, aber es sieht so aus wie Eiche. Darum war das ein ganz typisches Eichenersatzholz, wurde früher ganz oft benutzt. Seit neuestem in Deutschland wird es nicht mehr importiert. Ja, schade eigentlich. War ein schönes Holz. Gut, welche Stäbe werden wir nehmen? Ich habe einmal entweder diese Variante, die ganz einfache quadratische mit einer Faser dran. Die sind immer ganz schön und beliebt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kinderlaufgitter, muss man ehrlich sagen, ne? Das möchten die Kunden nicht. Die kriegen dafür diesen Stab. Das ist jetzt Ahorn. Schönes hartes Holz. Aber ihr seht, er wird ungefähr, ich glaube, 4,5 sind die. 4,5, ne, bloß 40, 40 mal 2,5. Ja, so wird er werden. Mit einer Faser dran. Der passt natürlich genau hier rein, ist ganz klar. Könnt ihr sehen, das wäre jetzt zum Beispiel der Handlauf, der von unten nach oben führt. Da muss ich das ja nachher reinschneiden und befestigen. Aber oben, das Brüstungsgeländer ist genauso, bloß hier kommt eine Leiste rein. Den fixiere ich auf die Leiste und die Leiste kommt dann da rein. Ja? So wird es werden. Das wird unser Brüstungsgeländer. Somit haben wir eine gute Verbindung. Ich könnte das Ganze natürlich auch von unten so gestalten, wirklich glatt und den da drauf dübeln, machen auch viele so. Einfach nur drauf dübeln und die Sache ist erledigt. Das Problem ist bloß, wenn ich oben und unten dübel und ich muss dann mittig dübeln, hier, also mache ich mir ein Kreuz drauf, mittig dübeln. Wenn jetzt Kinder kommen und die nehmen den Stab, knack, sind beide Dübel abgedreht. Ja. Darum dübel ich Brüstungsgeländer nicht gerne, sondern ich schraube sie. Ganz aus dem einfachen Grund. Ich kann das Ding sonst verdrehen, wenn ich genau mittig oben und unten dübel, also stumpf zusammendübel. Jetzt kann ich mit meiner kleinen Leiste, die ich da oben drauf mache, nämlich da und da schrauben. Kleine Schrauben rein, so 40 mm, es ist ja bloß diese 5 mm Leiste.
aber dann kann ich hier zwei Schrauben reindrehen, von unten kann ich aufschrauben und schon habe ich auch den Stab gegen Verdrehen gesichert. Ja, so soll er werden. Das wird der Stab. Ich habe noch einen anderen, der sieht dann so aus. Ist eigentlich dasselbe Prinzip wie hier, bloß dass ich da nochmal eine Nut reinfräse. Ja? Das ist jetzt amerikanische Kiefer hier. Ja? Carolina Pine. Ja, das sind die Stäbe. Heute ist dieser aktuell, den werden wir jetzt machen, mit dem dementsprechenden Geländer dazu. Ja, das soll es sein. So wird es werden. Also, was mache ich jetzt? Zwei Handläufe dieser Art mit Leiste unten drin. Stäbe von denen, da muss ich mir halt ausrechnen, wie viel ich haben muss. Und ich muss drei Pfosten verleimen. Moment, ich stelle mal ein bisschen zurück. Drei Pfosten muss ich verleimen. Ja, diese Leute, ich blende euch gleich mal ein Bild von der Treppe ein. Gott rede, falls jemand das bei Instagram nicht gesehen hat. Wollen oben Brüstungsgeländer haben und die Besonderheit ist halt bei diesem Brüstungsgeländer, ich brauche drei Pfosten. Ich male das nochmal kurz auf, sonst versteht ihr es nicht. Die Tafel ist echt praktisch, muss ich schon sagen. Brauche ich jetzt mal Stift gelassen. So, ich brauche drei Pfosten, wenn wir das Loch von oben betrachten. So also, hier ist eine Wand. Hier kommt die Treppe oben an, also man läuft so hoch. Und, einen Moment, ich hole mal ein bisschen rüber. So. Hier an dieser Wand, da und da, läuft jetzt eine Schiebetür. Wer weiß, von welcher Schiebetür ich spreche, oder weiß, dass ich Schiebetüren gebaut habe, weiß auch, worum es geht. Die Schiebetür ist hier und läuft jetzt in die Richtung. In die Richtung läuft die Schiebetür. So. Das heißt, ich kann das Geländer, das Brüstungsgeländer, nicht ganz bis an die Wand dran machen, weil die Tür hier vorbeilaufen muss. Und darum brauche ich einmal hier einen Pfosten. Da muss ein Pfosten hin. Hier muss ein Eckpfosten hin, damit ich das Ganze festkriege. Und hier muss ein Eckpfosten hin. So. Das heißt, ich muss ein Brüstungsgeländer hier zwischenbauen und da zwischenbauen. So. Da kommt man ja hoch, da geht das also nicht. Aber weil hier eine Schiebetür läuft, die am Geländer vorbei muss, muss der Pfosten ungefähr, ich glaube, 60 mm von der Wand wegbleiben. Darum drei. Sonst bräuchte ich hier an der Wand eigentlich keinen Pfosten. Da wird das Geländer halt stumpf an die Wand gehen und gut ist. Darum brauche ich einen Pfosten mehr. Diese Pfosten müssen natürlich beide ein bisschen dicker sein als gewöhnlich. Hier ist ja eigentlich nur ein Brett an der Wand. Aber wenn hier jemand gegenläuft, muss der Pfosten so viel Stabilität bieten, dass das Geländer nicht wegbricht. Ja? Also das Geländer hängt sozusagen frei. Hier habe ich einen Eckpfosten, hier hängt es halt an dem anderen Pfosten. Und das muss ich schon vernünftig machen, sonst hält das nicht. Ja, so sieht es aus. Das machen wir heute. Oder ich fange zumindest heute damit an. Das dauert alles ein bisschen, das hat man nicht in 10 Minuten zusammen. Gut, ich fange an, schneiden, abrichten, hobeln. Meine drei Pfosten geschnitten. Jetzt noch abrichten, hobeln, verleimen, wieder abrichten und hobeln. Ja, nützt ja nichts. Ich muss ja eine vernünftige, saubere Leimkante haben mit dem rechten Winkel dran, kennt ihr selbst, damit ich das sauber verleimen kann. Und wenn ich sie dann verleimt habe, dann muss ich natürlich den Pfosten selbst nochmal abrichten und hobeln und ihn auf Breite bringen. Weiter geht's.
Mal eine andere Sichtweise. Ich bin gerade am Verleimen. Hab keinen Leim mehr, also muss ich jetzt zum Hage Baumarkt. Und es ist so geiles Wetter. Also mit dem Rad zum Baumarkt. Bis gleich. Was habe ich bis jetzt gemacht? Wie sehe ich eigentlich aus? Also was habe ich gemacht? Ich habe die beiden, alle drei Pfosten habe ich jetzt abgerichtet. Habt ihr gesehen? Habe ich verleimt, liegt draußen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Gehen wir mal schön raus. Es ist so schönes Wetter draußen. Da habe ich zwei übereinander. Da liegt Nummer drei. Und jetzt geht es weiter mit den Dingen, die ich nicht verleimen muss. Also das war ja so eine Arbeit, die am längsten dauert. Oh. Darum habe ich die vorgezogen, weil hier muss verleimt werden. In der Zeit, wo das jetzt trocknen kann zum Verleimen, kann ich jetzt mit den Rest anfangen. Jetzt kommen die Handläufe, es kommen die Stäbe, es kommen die Fußbodenleisten, wo die Stäbe drauf sitzen. Und jetzt noch die Verkleidungsleiste, die einmal unten am Loch ist und das Ganze dann hält für die weiße Verkleidung. Los geht's. Wieder von vorne anfangen. Ja, also vorhin habe ich die Pfosten verleimt. Die liegen noch draußen zum Trocknen. Jetzt habe ich schon mal den zweiten Abschnitt fertig. Ich habe die Stäbe ausgerechnet, wie viel ich brauche. Sind 15 Stück an der Zahl. Da liegen sie. Habe ich jetzt. Da sind sie. Da bin ich jetzt beschäftigt mit. Die werde ich jetzt hobeln. Abgerichtet habe ich sie schon. Wie habe ich das gemacht? Ich zeige es euch mal, um ein bisschen Zeit zu sparen. Sonst müsste ich jetzt jedes Brett einzeln abrichten und hobeln. Habe ich mir erstmal breite Bretter gemacht. Die habe ich abgerichtet und schon mal auf dicke gehobelt. Und habe dann nur noch Streifen abgeschnitten von beiden Seiten. Habe das dann wieder abgerichtet und dann erneut abgeschnitten. So habe ich jetzt immer an diesem Stab eine abgerichtete Seite. Und brauche jetzt nur noch die andere Seite hobeln. Und somit habe ich alle vier Seiten sauber. Ja, da geht es jetzt weiter. Stäbe erstmal auf dicke hobeln, so dass ich vier saubere Seiten habe. Ja, wie weit bin ich? Habe meine Stäbe da liegen, habt ihr gesehen. Habe sie jetzt auf 42 x 25 mm gemacht. Ja. Ja. Und jetzt kommt halt die 45 Grad Fräsung dran, so dass sie nicht aussieht wie so ein Stock, wie so ein plumpes Stück Latte. Kommt da halt die 45 Grad Fräsung dran. Möchte ich mit meiner Tischfräse machen und muss jetzt halt eben das Messer wechseln und dann geht's weiter. Man könnte das Ganze auch mit der Oberfräse machen, ist klar, aber jedes Mal dran vorbei oder halt dementsprechend an einen Oberfräsentisch, den ich ja auch noch bald kriege. Freue ich mich schon auf das Projekt, aber das muss erst fertig hier. Und somit bediene ich mich heute wieder meiner Tischfräse und muss eben das Messer wechseln. Jetzt habe ich noch den Falzkopf drauf, könnt ihr das sehen? Ich hole euch mal ein bisschen ran. So, da. Normaler Falzkopf kann ich halt mit Felzen. Und für die Phase muss ich natürlich einmal einen anderen Kopf benutzen und zwar da sind sie 45 Grad Messer, ne? So. Die muss ich jetzt eben in den Tisch einspannen, in den Fräskopf einspannen und dann kann es losgehen. Dann stellen wir das Ganze an. Dann mit meinem Vorschub alle vier Seiten durch und die Sache schnell erledigt. Ja, da ist mein Fräskopf. Hier wieder das Hauptmesser, was schneidet. Hier das Kontermesser dazu. Das auf beiden Seiten. Einmal das Hauptmesser, das Kontermesser. Das Kontermesser steht natürlich wieder etwas weiter zurück als das Hauptmesser, damit wir nicht so eine hohe Spanabnahme haben. Das Ganze gibt es auch ohne Kontermesser. Dann darf ich es aber nicht mehr mit manuellen Vorschub vorbeischieben, sondern nur noch mit angetriebenen Vorschüben. Hier auf diesem steht aber, kann man vielleicht sehen, hier steht es drauf, vielleicht könnt ihr es lesen, BG-Test, da steht es, BG-Test. Wenn BG-Test draufsteht, darf ich also manuell damit fräsen. Oder es steht MAN drauf, manuell. Ich gucke mal, ob ich noch so einen Fräser habe, wo das drauf steht. Hier. Da kann man es sehen.
Da steht jetzt nicht BG-Test drauf, da steht nämlich MAN für den manuellen Vorschub. Ja? Das sollte man beachten. Was muss man noch beachten? Wie schnell darf so ein Fräskopf drehen auf der Fräse? Auch das muss man beachten, so dass wir nicht in einen Gefahrenbereich kommen. Da gibt es eine Tabelle für. So sieht das Ganze aus. Das ist die Tabelle. Hier sehen wir einmal den Durchmesser des Fräsers und einmal welchen Fräsdorn-Drehzahl wir haben, also die Fräse selber, ja, wie schnell die sein sollte. Jetzt messen wir mal ganz kurz unseren Fräskopf. Ja. Der hat 130 mm. 130 mm, also gucken wir hier bei 130. Also zwischen 120 und 140, 120 und 140, gehen wir auf 140, gehen wir ganz rüber. Bis wir im grünen Bereich sind, muss er mindestens 5500 Umdrehungen laufen. Ja, dann sind wir im grünen Bereich und der Fräser dreht so schnell, dass wir eine vernünftige Fräsqualität haben und gefahrlos fräsen. Also dass er nicht zu langsam läuft und nicht zu schnell läuft. Zu schnell Bruchgefahr des Fräsers oder des Dornes. Oder wir haben dann zu hohe Lärmbelästigung. Ja, ich meine, wir haben ja meistens Gehörschutz auf, ist nicht so das Problem. Aber für viele, die reinkommen oder die euch ansprechen wollen, von der Seite und von hinten jemanden ansprechen, der an Maschinen arbeitet, ist sowieso tabu, ist klar. Man erschreckt sich grundsätzlich, man konzentriert sich und auf einmal klopft einem hinten auf die Schulter. Vergesst das, sowas bitte erst gar nicht anfangen. Naja, da könnt ihr nachlesen, wenn ihr nicht weiter wisst. Wie schnell muss meine Maschine drehen? 140, bis wir einen vernünftigen Schnitt haben, sind wir bei 5500 Umdrehungen. Meine Maschine steht auf 6000, da bin ich bei 140 Durchmesser, absolut top. Ja? Ja, so kriegt man das raus aus dieser Tabelle. Wie gesagt, die Tabelle habe ich im Internet wieder. Hier, das sind die beiden Zeichen, die drauf sein müssen. Manueller Vorschub oder BG-Test muss draufstehen. Dann darf ich es mit manueller Kraft, möchte ich sagen, mit Handarbeit an dem Fräser vorbeischieben. Ist das nicht drauf, dann brauche ich wirklich einen Vorschubapparat. Da ist dieser noch gerade ausreichend für, aber ja, da braucht man halt Vorschubgeräte, um an diesen Fräsern arbeiten zu können. Das erkennt ihr meistens an den Fräsern oder an den Messern, die kein Gegenmesser haben. Ja, habe ich gerade kurz erklärt. Dies hier hat ja ein gegenläufiges Messer. Das heißt, die Spanabnahme ist begrenzt. Und somit kann ich da nicht voll ins Holz reinhacken, sodass er auf einmal zurückschlägt, weil das verhindert das Gegenmesser. Es gibt Fräser, die haben diese Messer nicht. Die sind älter, auch die darf man benutzen. Ja. Aber nicht mit manuellen Vorschub. Hier, bei diesem hier, da steht ja auch nun manueller Vorschub drauf. Warum? Wenn wir uns die Schneide angucken, da ist sie. Das sind so Wendemesser. Wo ist hier der Gegenspieler? Natürlich, hier haben wir hier wieder die Spanhöhle. Und da gegenüber ist der Gegenspieler. Der ist also die Fläche, die dafür sorgt, dass das bloß 1 bis 1,1 mm Spanabnahme hat. Und somit darf ich es manuell benutzen. Ist es nicht zu sehen, manueller Vorschub, dann bitte nicht benutzen. Oder hier bei meinem Schlitzwerkzeug genau dasselbe. Hier haben wir wieder, kann ich das sehen, manuellen Vorschub. Hier hat jedes Messer hier wieder seinen Gegenläufer. Da, von da nach da, von da nach da. Ja? Da wird also durch ein Gegenmesser oder wie hier halt mit einer jedenfalls ist darauf geachtet worden, dass das Messer nicht voll reinhacken kann, ja, also es immer nur 1,1 mm Spanabnahme stattfinden kann. Das ist beim Sägeblatt genauso. Wir haben hier den Zahn und davor läuft der andere Zahn, ja. Und die werden so geschliffen, dass sie nicht mehr als 1,1 mm übereinander vorwegstehen. Ja? So ist es. Oder hier, kleiner Schlitzfräser, auch hier wieder
tiefe Spanhöhle, weil der viel abnehmen kann. Aber auch hier ist wieder der Gegenläufer. Ne? Hier kann man es auch gut sehen. Den habe ich letztens zum Schärfen gebracht. Dann wird natürlich hier von der sauberen Kante weggenommen, aber auch gegenüber. Könnt ihr sehen, das ist noch ganz blank. Auch da wird natürlich was weggenommen, damit das immer im Verhältnis stimmt hier. Ja. Gut. Jetzt rede ich schon wieder ewig von Fräsern. Aber wenn ihr mal nicht wisst, wie schnell darf ich den Fräser auf meiner Tischfräse laufen lassen, wenn ihr sie habt, findet ihr halt diese Tabelle. Die So Leute, ich sehe wieder aus, ich habe die ganzen Stäbe geschliffen, sind fertig, zeige ich euch. Sie liegen jetzt drüben. Ups. Ja, ist immer alles viel Arbeit, viel Arbeit. Das sieht immer schnell aus auf so einem Video, aber es dauert doch schon eine Weile. So, da sind sie. Gefräst, gefasst, habt ihr alles gesehen. Geschliffen, auf Länge geschnitten. Die sind jetzt eigentlich soweit fertig. 15 Stück soll ich mit hinkommen fürs Brüstungsgeländer. Jetzt werde ich mich den Pfosten widmen, die noch draußen liegen zur Verleimung. Da liegt einer oder zwei, besser gesagt. Da liegt der andere. Ja, die hole ich mir jetzt eben wieder rein. Zwingen ab, guckt hier, Holz ist auch weg. Hat genau gereicht. Das Stück da, was da noch steht, da. Da. Oh, das ist gar nicht so einfach so mit der Kamera. Das ist übrig. Und das, was da noch liegt, dieses lange Stück da. Ja, hier an der Decke. Ja, das ist alles, was von dem ganzen Holz übrig geblieben ist. Bei Esche hat man ungefähr 30%, den man wegschmeißt. Also weiß 30% alles rissig. Ich kann euch mal die Mandel, da könnt ihr es sehen. Wir gehen da mal hin. Da waren ja noch zwei Bohlen. Das ist alles Abschnitt hier, alles Abschnitt. Aber ihr könnt auch gucken, wo ihr wollt. Hier Kernholz aufgerissen. Hier aufgerissen, Kernholz. Hier mittendrin Risse, das kann man alles wegschmeißen. Ne? Hier könnt ihr sehen, da mittendrin Querrisse. Wenn man sich das Holz so anguckt, so ist gut, so ist gut, so ist auch gut. Aber guckt man da, geht ein Riss komplett durch. Ne? Das sind ungefähr bei Esche 30%, was ihr wegschmeißt. Ne? Das kommt immer auf die Holzsorte an. Und bei Esche ist es um die 30%, rechne ich immer. Und hier ist meine Rechnung wieder komplett aufgegangen, bis auf das Stück, das ich für die Treppe guten Kubikmeter gebraucht habe. Da liegen noch ein paar Stücke auf der Kreissäge, da geht es gleich weiter. Handlauf, die beiden Verkleidungsstücke. Ja, dann hole ich mir mal die Pfosten rein, zwingen ab, abrichten, Winkelkante dran machen, hobeln, immer dasselbe und dann geht es da weiter.